Nasenhaartrümmer. Dieser Nasenhaartrümmer ist sehr interessant. Man dreht ihn und vorne, also ihr haltet hier in der Mitte fest, ne? Hier ist so ein Teil, in der Mitte ist, also es sind zwei Teile ineinander, die sind drehbar und ihr seht auch, wenn ich drehe, bewegt sich hier vorne etwas, ne? Da, jetzt sieht man es gut. Es ist eine innere, drehbare Achse, die dann an den äußeren Kanten dann die Haare abtrennen soll. Cooles Idee, ne? So, das heißt also, wir schieben das Ding rein, drehen nach rechts, nach links, nach rechts, nach links und dann sollen die Haare entfernt werden. Gut. Ich hoffe, ich habe mir alle Popel vorher zur Seite gelegt, denn jetzt geht's los. Meine Nasenhaare. Boah, extra lang für euch. So, lasst uns mal beginnen. Wir schieben das Ding rein und drehen. So. Einfach mal drehen, drehen, drehen. Ich gehe mal um die Seiten herum. So, und drehe und drehe und drehe. Bewege mich rechts und links, rein und raus. Und drehe und drehe und drehe. So. Cool, guck mal. Vorne ist alles weg. Jo. Also, da sind schon welche zusammengekommen. Guck mal, ey. Hat funktioniert. Cool. Nochmal. Funktioniert, cool. Jetzt, was da alles rausgekommen ist, in den, ich glaube, es waren jetzt vielleicht 10 Sekunden, die ich das Ding benutzt habe und meine Nasenhaare da. Jetzt, also wenn ich jetzt nicht ganz aufreiße vorne, wo ich es gemacht habe, hier, da sind alle weg. Funktioniert.